Good work. Nera Benaran has been brought to justice. Here is your share of the bounty. I only love all Asian ladies, Junior. Hier beginnt der Unterschied von den Bounties, die wir von ihm bekommen, und von Lorbumul, ist die, dass wir zum einen keine Bounty bekommen dafür, also wenn wir die Kollegen angreifen, und dass sie nicht... Ich meine, der eine ist, wie gesagt, Juror. Und die andere ist hier im Zensus, Zensus-Steueramt-Dingsbums. Das heißt, das sind Kollegen, die einen bestimmten Standing hier haben. Die Kollegen, die Bounties, die wir von ihm bekommen, sind irgendwo in einem Dungeon und haben anscheinend irgendwie Dreck am Stecken. Das ist der Unterschied zwischen den Bounties, die wir einmal von Perseus bekommen und die wir von Lorbumul in Vivec bekommen. Also mit Lorbumul stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Aber er ist, glaube ich, sogar Leiter der Fighters Guild zusammen... Okay, Leiter der Fighters Guild in Vivec, logischerweise, während Perseus logischerweise der Leiter ist der Fighters Guild hier in Aldrun. Serio Avos Oran of Suran has given us a contract. He's been having problems with bandits in Suran. Go to Suran and talk with Serio Avon Oran. He can tell you more about what's going on. He's a good leader. Most leaders take their positions for granted and neglect the duties they have to the people. Serio Avon Oran is a better man than that. He takes his duties to the town of Suran very seriously. Look for him and speak to him about the bandits in Suran. Werden wir machen. Aber wir wissen auch, Suran, Haus der irdischen Freuden, wurde übrigens in Elder Scrolls Online ebenfalls übernommen. Nur leider nicht ganz so detailgetreu, sag ich mal, wie das hier in Morrowind der Fall ist. Ich verkaufe nochmal die paar Sachen, die ich gerade jetzt hier bekommen habe. Und dann sehen wir uns gleich in Suran wieder. Oder wir sehen uns in Aldrun wieder. So, ich habe direkt mal gerecalled. Wir haben wieder einiges an freien Inventory Space. Aber wobei, eine Sache, okay, da nehme ich euch noch mit, weil das habe ich gerade noch übersehen übrigens. Wir haben natürlich noch ein Buch mitgenommen. Und ich habe gerade noch gesehen, da gibt es einen Bookseller, die logischerweise auch nur Bücher annehmen. Dass man das gemacht hat, dass sie auch Maximum Kohle haben, ist eine Sache. Aber dass sie eben auch, dass es teilweise Händler gibt, die nur eine bestimmte Art an Loot mitnehmen, ist nochmal... Ist genauso nervig. So. Und zwar gebe ich dir das hier. Und ich glaube, das war es auch schon. Ja, nimmt aber eben immerhin noch Inventory Space weg. Response to Barrow's Speech. Hat einen Wert von 200. Ich verkaufe das hier unter Wert, du. Aber dann um einen Septim verhandeln, ne? Mhm. So haben wir es gerne. Alles klar, wir machen uns auf. Achso, ja. Hier, Recall. Richtung Suran. Das heißt, bei Moran. Da kennen wir uns ja mittlerweile aus. Sedanin. Ah ne, da war sogar schon Suran. Naja. Und Suran. Wunderbar, hier direkt mit dem Haus der irdischen Freuden, direkt, wenn man mit der Stillstrider hier reinkommt, das erste, das man sieht. Avos Oran. Kann er schon mal nicht sein. Haben wir hier überhaupt eine Fighter Skill? Slave Market, ja. Da würde ich eventuell auch mal reinschauen, lieber Avos Oran. Apothecary. Trade House. Oran. Oran Manor, ah, okay. Ziemlich weit weg vom Haus der irdischen Freuden. Noch offensichtlicher geht's ja nicht. Aber dafür umso näher am Slave Market. Hm. Claudia. Bula Gramut. Oh. Citizen. Sowohl Light als auch Medium Armor, glaube ich, so wie ich das gerade hier sehe. Aber ein Tower Shield. Nicht schlecht. Brauchen wir natürlich nicht, denn wir greifen sowieso mit Spear an, was beidhändig ist, von daher unwichtig für uns. Apothecary wäre das hier. Okay. Oran Manor. Hm, was hast du denn hier Feines? 400 Gold nur allerdings. Hunter's Belt. Shield. Shock Damage. Ja, okay, das ist relativ uninteressant für uns. So, wo ist denn der gute Ovas?
Ist er hier? Ja. Sergio Avon... Abos... Avon... Oran. Greetings, I understand you were sent to help with the trouble we are having with bandits in Suran. The bandits have been attacking from Saturan, which is northeast of here, just over the mountains. Kill Daldor Saris and the raids will end. When you have killed him, report directly to me and I will give you 1,000 gold... 1,000 golden bounty. Jesus. Ach, sorry, Verperlung. Okay, im Nordosten. Im Nordosten von Suran. Es gibt übrigens auch... Weißt du, ob das auch Nord... Ich glaube, nördlich ungefähr von Suran gibt es auch noch diesen nackten Ork, der eine richtig krasse Longblade hat. Allerdings... Ja, Longblades bringen uns in dem Fall nichts, aber er hat auch sehr gute Armor, davon mal abgesehen. Umbra, genau. Umbra heißt er und Umbra heißt auch so Schwert, mit dem, das wir eben bekommen von ihm, wenn wir ihn legen. Ist ein relativ heftiger Kampf. Vor allem, je länger man wartet, logischerweise, da ein bisschen mit euch scaled, soweit ich weiß. Und wie gesagt, Longsword bringt uns in dem Fall nichts. Bin ich hier trapped? Das wäre von Nachteil. Nee, okay. Aber ja, falls es auf dem Weg liegt, können wir ja mal vorbeischauen bei Kollege Umbra. Wobei, ich glaube, die ist weiblich. Bei Orks bin ich mir mittlerweile absolut unsicher. Also, over the mountains. Also müssen wir doch hier lang. Genau. Ich glaube, wenn wir aus der Stadt rausgehen, gehen wir ja, glaube ich, auch direkt durch diese... durch ein paar Felsschneisen. Genau, hier, ja. Und Molag Amur Region. Ziemlich weit weg vom Red Mountain, was mir ganz gut gefällt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwelche infizierten Tiere sind, sind natürlich dementsprechend niedrig. Ist das schon Umbra? Ah, hier haben wir Umbra. Hallöchen. Ach, gerade schon. Ich hab was Panik bekommen, dass er direkt angreift. Okay. Umbra. Lass mal hören. Have you come seeking me? My name is unimportant and my accomplishments are few. What is the use of knowing my name? It will make you more comfortable. You may call me... If it will make you more comfortable, you may call me Umbra. It's the name of my blade, though it may as well be mine. What are any accomplishments in the whole of this world? I have traveled from one end to the land to the other. I have killed creatures that can stop a man's heart with but a look. I have the blood of a man and mere uncountable on my hands. I have seen atrocities of war and the hideous excess of peace, there is nothing left for me in this world. Machen wir mal einen kleinen Save. Nicht Cliff Racer? Nope. Okay, gut. I have seen the wholesale slaughter of men, women, entire races of people. Villages have burned before my eyes. My hand has held the torch and my hand has thrown water on the flames. I have been ankle deep in blood, swinging Umbra in a wide R, all for the glory of the battle, and here I still stand. I have no more to do in this life. I have saved whole towns from packs of Daedra, and I have slaughtered men for the glory of countless nobles. All that is left for me is my own death, and the gods have cheated me of that. All I ask is to die like a warrior, but how can that be? Ein bisschen wie Fortune aus Metal Gear Solid 2. I don't believe it is too much to ask to die as a warrior should in battle. It is my curse, though, that I have found no one that can best me in combat. Are you the one that can? Can you come and lift me from the shackles of life? Come then, be the new wielder of Umbra. You bring me great honor. Excellent. Perhaps now I will be granted a warrior's death, and if I am not, know that you will be. Okay. 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 Moment. Spear of Bitter Mercy. Okay, greife an!
Oh shit. Oh shit. Oh mein Gott. No. Okay, der Kollege ist hart. That's what she said. Okay, wir machen Folgendes. Passt auf, passt auf. There are many creatures beyond the cities. Good hunting. Wir versuchen es mal. So. Ja, da ist er schon ein bisschen unsicherer. Ah, Drecks Cliff Racer, weg mit dir. So. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Ey. What the ballsack? Moment. So. So. Oh Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, gut. Ah, ich habe meinen Storm Edmund getroffen. Okay, gut. Lassen wir das erstmal. Jesus Christ. Okay, wir müssen... Wir müssen erstmal ein paar Level weiter höher steigen. Momentan sind wir Level 21 und das reicht immer noch nicht gegen Kollege Umbra. Aber irgendwann werden wir ihn auf jeden Fall legen, damit ich mir ziemlich sicher, ich save direkt mal vor ihm. Damit wir wissen, was hier Phase ist. Wir müssen aber in den Nordosten von Suran, damit wir da eben diese Höhle finden letzten Endes. Und müssen da jemanden legen. Das sollte ein bisschen leichter von der Hand gehen als gegen Umbra. Da bin ich mir aber ziemlich sicher. Und ja. Dann war es das auch schon für die heutige Session von The Elder Scrolls 3 Morrowind, liebe Freunde. Haben einiges zustande gebracht. Wir wissen mittlerweile, dass wir für Lorbomul nicht jeden einzelnen Auftrag abklappern müssen. Momentan arbeiten wir für Perseus in Aldruin. Danach haben wir noch Wolverine Hall, was irgendwo in der Nähe von Tel 4, glaube ich, letzten Endes ist. Da können wir uns dann die letzten 6 Quests von der Fighters Guild abholen und dann gibt es die 2 Final Quests, wenn wir die Quests eben alle abgeschlossen haben und dann einen Rang vor dem, weiß nicht, was der höchste Rang ist in der Fighters Guild, wahrscheinlich Champion letzten Endes sind. Dauert aber noch ein bisschen bis dahin, ich weiß gar nicht, was es als Profit, sag ich mal, am Ende letzten Endes gibt, wenn man die Fighters Guild abgeschlossen hat. Aber wie dem auch immer seid, das war's für die heutige Session von The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ich hoffe, die heutige Session hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Session von The Elder Scrolls 3 Morrowind, wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.